Es ist Mittwoch, 12 Uhr, Zeit für den nächsten Quicktip. Mein Name ist Jürgen Schütz und herzlich willkommen zu Quicktip Nummer 4. Im Quicktip Nummer 4 geht es hier in Lightroom um die Bedienfeldentmarken. Oh mein Gott, was für ein Wort. Bedienfeldentmarken. Adobe bezeichnete diese Ornamente hier unten unterhalb der jeweiligen Paletten als Bedienfeldentmarke. Und dem einen oder anderen gefällt dieses Ornament vielleicht nicht, möchte es unter Umständen ganz weg haben oder vielleicht was anderes dort eingeblendet haben. Das ist überhaupt kein Problem. Du klickst hier auf das Ornament mit der rechten Maustaste und wählst ganz unten Bedienfeldentmarke aus. Da hast du jetzt drei Möglichkeiten. Einmal die Bedienfeldendmarke mit keine anzuzeigen. Dekorativ, das ist dieses Ornament, wo wir jetzt schon haben. Oder gehe zu Bedienfeldendmarkenordner. Ich zeige dir mal, wie es aussieht, wenn keine angezeigt wird. Dann wird hier unten einfach nichts dargestellt. Wenn ich jetzt hier wieder mit der rechten Maustaste auf die Palette klicke und hier unten wieder in die Bedienfeld-Endmarken-Menü reingehe, habe ich jetzt hier noch Gehe zu Bedienfeld-Endmarken-Ordner. Der Bedienfeld-Endmarken-Ordner befindet sich hier unter App Data, Roaming, Adobe, Lightroom. Eine Verzeichnisstruktur, die man sich nicht unbedingt merken möchte und merken muss. Und auch hier muss man dann nochmal reinklicken in die Panel Endmarks und der ist jetzt erstmal standardmäßig leer. Ich habe jetzt hier aber auch keine Möglichkeit, mir jetzt hier irgendwas hinzuzufügen. Klar, ich kann was neu gestalten, das ginge schon, oder was einfügen und genau das mache ich jetzt auch. Ich möchte jetzt hier unterhalb der Paletten mein Logo angezeigt haben, dafür habe ich schon ein Logo vorbereitet, weil das muss dementsprechend von der Größe angepasst werden, denn wenn du ein Logo hier reinpackst mit 2000 Pixel in der Breite, ich denke, das sprengt jeden Rahmen, deswegen musst du das im Vorfeld ein bisschen anpassen, sodass es hier ordentlich reinpasst und das hole ich mir jetzt hier in diesen Ordner. Dazu gehe ich hier auf einen anderen Explorer, habe ich den Ordner schon vorbereitet, wo das Ganze liegt und hier habe ich schon die Bedienfeld-Endmarke Kitea als Datei. Ich kopiere mir die mit der rechten Maustaste auf Kopieren oder Steuerung und C, minimiere den Ordner, klicke hier mit der rechten Maustaste in den Ordner von den Panel Endmarks und sage jetzt hier Einfügen oder Steuerung V. Okay, die Grafik wäre jetzt enthalten. Ich schließe den Ordner wieder und wechsle dann auf eine freie Stelle mit der rechten Maustaste hier unterhalb der Palette und gehe hier wieder auf Bedienfeld-Endmarken-Menü und dann habe ich jetzt hier meine Bedienfeld-Endmarke Kitea PNG. Die Grafik, die ich gerade in das Ordner reinkopiert habe, wird mir da angezeigt. Ich aktiviere die und jetzt wird mir jetzt hier unterhalb meiner Palette immer mein Logo angezeigt. Das war's auch schon. Wenn du weitere Quicktipps hast, die ich besprechen soll, poste sie mir in den Kommentaren. Falls es dir gefallen hat, abonniere meinen Kanal. Der Button befindet sich unterhalb dieses Videos. Besuche mich auf meiner Webseite in Facebook oder werde Mitglied in der Kitea Membergruppe. Alle Links dazu befinden sich in der Videobeschreibung. Teile dieses Video mit deinen Freunden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mach's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal.